27 die Grünen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Ständiges Auflauern, Telefonterror, permanente E-Mails, wie in einem schlechten Film, der nicht enden will. Die Fantasie von Stalkern und Stalkerinnen ist nahezu unbegrenzt, um ihren Opfern oft jahrelang nachzustellen. Rund 20.000 Anzeigen gab es laut Kriminalstatistik aus 2015 und die Dunkelziffer liegt viel höher. Die meisten Opfer von Stalking sind in ihrer Lebensführung stark eingeschränkt und nicht selbstbestimmt. Ihr Alltag wird dominiert vom Gefühl der Bedrohung und der Angst. Viele erleiden schwerwiegende körperliche und seelische Schäden und Traumatisierungen sind oft die Folge. Insoweit war es gut, dass der sogenannte Nachstellungsparagraf 238 Strafgesetzbuch endlich 2007 in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Aber für die meisten Stalking-Opfer blieb dieser Paragraph bis heute eine Enttäuschung. Die Verurteilungsrate lag nach der Kriminalstatistik von 2014 nur bei etwa 20%. Das ist alarmierend und so geht es eben nicht weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die meisten Täter kommen davon, weil die rechtlichen Hürden für eine Verurteilung zu hoch sind, eben weil die Opfer eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer Lebensgestaltung nachweisen müssen. Und das kann nicht sein. Den Opfern darf eben nicht länger zugemutet werden, dass sie letztlich ihr ganzes Leben umkrempeln müssen, bevor Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Das widerspricht auch dem Opferschutz. Insofern begrüße ich grundsätzlich Ihren Vorschuss aus dem Ministerium. Das war überfällig. Es muss eben alles getan werden, um Opfer von Stalking wieder selbstbestimmt Leben machen zu können. Und Ihr Gesetzentwurf enthält da durchaus Verbesserungen, zum Beispiel die Umwandlung des Privatklagedelikts in ein Antragsdelikt. Doch insgesamt greift er noch zu kurz, um tatsächlich und konsequent helfen zu können. Meine Kollegin Katja Keul hat das eben bereits ausführlich dargestellt. Und wir schlagen deshalb Ergänzungen und eine Erweiterung im Gewaltschutzgesetz vor. Es muss umfassender Schutz ermöglicht werden und darum muss es gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch eine Tatsache, dass Frauen sehr viel häufiger von Stalking betroffen sind. 80% der Opfer sind weiblich, 86% der Täter sind männlich. Meist trifft es Frauen, die sich aus Partnerschaften getrennt haben. Dass Ex-Partner die Trennung nicht akzeptieren können und versuchen, weiter Kontrolle über die Frau auszuüben, macht deutlich, es geht um das Thema Macht und Besitztum. Bei Stalking handelt es sich auch um eine geschlechtsspezifische Problematik. Liebe Kolleginnen, ein besserer Rechtsschutz für Opfer ist unabdingbar und darüber hinaus braucht es auch ein funktionierendes Hilfenetz. Es müssen weitere Fachberatungsstellen auf- und ausgebaut werden, in denen Betroffene Unterstützung im Umgang mit Stalking Hilfe erhalten können. Ebenso Beratung und Hilfe bei rechtlichen Schritten und auch die wichtigen Schulungen von Justiz und Polizei sollten weiter intensiviert werden. Nur mit effektivem Rechtsschutz und guten Beratungsstrukturen kann ein wirksamer Opferschutz erreicht werden. Dafür müssen Sie alles tun und dafür müssen wir alle gemeinsam auch die gesellschaftliche Sensibilisierung voranbringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion.